das Herz. Der Herr Professor Wundervoll, ein sehr geschickter Mann, hält einen Vortrag über das Herz und wie man es nennen soll. Der Ausdruck Herz, der ist ganz falsch, erklärt er hoheitsvoll. Es ist die Pumpe und ich will, dass man es so nennen soll. Es pumpt wie eine Pumpe, pumpt und treibt das Blut im Kreis. Drum will es auch die Wissenschaft, dass es Pumpe heißt. Okay, die Studenten sitzen Kopf an Kopf und lauschen auf sein Wort. Er erklärt die Pumpe gut und lässt das Herz ganz fort. Da widerspricht ihm ein Student mit lachendem Gesicht. Nein, lieber Herr Professor, das geht doch so wirklich nicht. Ist man verliebt in eine Maid und spürt ein süßes Weh, soll man da sagen, ach mein Schatz, mir tut die Pumpe so weh. Oder ich lege meine Pumpe hier vor deine Pumpe hin, ach gib mir deine Pumpe, damit ich glücklich bin. Oder ach komm an meine Pumpe, geliebte Pumpenmaus, wie ruhe ich doch so gerne an deiner Pumpe aus. Ach Pumpe, liebe Pumpe, warum so traurig sag, das ist die wahre Liebe, zwei Pumpen und ein Schlag. Als der Student zu Ende spricht, der ganze Hörsaal lacht. Der Herr Professor ist verwirrt, das hätte er nicht gedacht. So, ihr treibt mit mir wohl Scherz, drum kehren wir zurück zu unserem Herz.